So, ahoi meine lieben Sitkas hier, herzlich willkommen zur nächsten Folge Transport Fever 2. Ich will hier mal kurz gucken, der ist also ungefähr mit 270 fast voll und schleppt hier anständig Öl an. Rohöl natürlich, Entschuldigung. So, dann können die hier anständig transportieren. Versand fehlt noch ein bisschen. So, schauen wir mal. Jetzt kommt hier mein Zug, der das Öl in die Stadt fahren soll. So, der lädt jetzt immerhin viermal Öl auf. Das ist jetzt noch nicht so doll. Sind wir denn 1975 und wir fahren immer noch mit einer Dampflok, ey. Ja, aber die anderen sind halt zu langsam und die eine E-Lok, die ist für so einen kurzen Zug vollkommen übermotorisiert. Naja, egal. So, der biegt jetzt hier ab, liefert das Öl hier zum Bahnhof. Jetzt liegt das hier und jetzt muss gleich mal ein LKW kommen. Da ist, glaube ich, der erste. Und der fährt es dann in die Stadt hinein. Schön mit einem MAN, importiert vom Klassenfeind. Vielleicht, warte mal. Komm, wir machen mal hier zwei weniger, das reicht auch hin. Hier, dich verkaufen wir auch. Das können wir immer noch gucken. So, wie sieht das jetzt hier aus? Ihr versucht hier beide ein bisschen Öl zu laden. Jetzt hast du immerhin schon 26. Aber 6. Oh, jetzt ist hier was passiert. Oh ja, der hat aufgerüstet. Der macht jetzt 400. So, hier wird wieder Öl angeliefert. Wie sieht's aus? 276 wird auch langsam wärmer. Jawohl, hier voll das Lager. Sehr gut. Wie ist denn das? Können die hier nochmal ausgebaut werden? Nee, die sind bei volle Pulle. Und die produzieren auch schon volle Pulle. Naja. Gut, wir haben ja mit Öl angefangen. Öl bringt viel Geld. So, der holt schon wieder neues Öl, hier wird das Öl jetzt verteilt. Jetzt können wir langsam gucken, ob drei LKW genügend sind. Habe ich vielleicht doch zu vorschnell verkauft, aber ist nicht so schlimm. Können wir ja dank dem Klonen-Knopf sehr schnell wieder einkaufen. Obwohl, 26, da fährt der jetzt einmal. Und dann ist es hier fast alle. Ich schaffe mir aber mal noch ein bisschen mehr Lagerplatz. Indem wir hier einfach mal die Plattform ein bisschen verlängern. So, jetzt ist das hier schon alle und der dritte LKW fährt dann schon wieder leer. Wo ist mein Zug? Habe ich den übersehen? Ach, der fährt gerade da vor oben ein. Gucken, wie viel schleppt er denn an? 79 schon, okay. Ja, jetzt geht's langsam rund hier. Halt mal an. Stopp, stopp. Wie viel hast du? Gar nichts. Drehen wir nochmal um. Ich glaube, jetzt bauen wir doch wieder ein viertes Fahrzeug dazu. Zack. So, hier wird wieder Öl gebracht. Rohöl, meine ich. 306. Oh, jetzt ist er voll. Den könnten wir aber noch um einen verlängern, glaube ich. Jawohl. 240 Meter waren die Bahnhöfe lang, dann können wir 239 den Zug machen. Na, passt ziemlich genau rein. So, Stadt mit Öl beliefern, das müssen wir jetzt gleich erreicht haben hier, oder? So, der schleppt wieder Öl an. Jawohl.
Einer noch. Oh. Hier die Kurve, die gefällt mir nicht so besonders. Naja, die Industrie entwickelt sich fabelhaft. Doch Frau Dr. Elena, die größte Wissenschaftlerin Rumäniens, ist überzeugt. Die Wirtschaftsleistung des Landes könnte viel rasanter anwachsen, als es die kühnsten Prognosen prophezeien. Die riesige Raffinerie vermag weitaus größere Mengen Rohöl zu raffinieren, das gigantische Stahlwerk noch viel mehr Eisenerz zu verhütten. Die Republik ist reich an mannigfaltigen Rohstoffen. Nur mit Eisen ist das Land leider nicht gesegnet. Es muss im Austausch gegen andere Industrieprodukte aus befreundeten Blockstaaten importiert werden. Mhm. So, jetzt haben wir hier natürlich schon mal das Problem, dass hier ziemlich viel Öl rumliegt. Können wir vielleicht doch einen zweiten Zug einsetzen? Oder wird das dann wieder... Ich glaube, das wird dann zu viel. Wir lassen das mal so. Ja, jetzt muss der hier kurz warten. Na gut, das war wirklich nur kurz, okay. Jetzt kann er hier hinterherfahren. Oh, wir haben einen Bus. Oh, eine 80 km/h Lok. Was soll ich denn damit? Oh. Aber hier einen schönen BK 670. Ein Schlenki. Schön. So, naja, gut. So, schauen wir uns das mal an. So, was sollen wir denn machen? Importiere 50 Eisenerz und produziere daraus Stahl. Und bringe 50 Arbeiter zum Stahlwerk. Wo ist denn das Stahlwerk? Und wo kriegen wir Eisenerz her? Hier müssen wir Plastik hinbringen, damit wir Eisenerz bekommen. Und dann können wir das Eisenerz hier hinbringen, um daraus Stahl zu machen. Gleichzeitig brauchen wir noch ein paar Arbeiter im Stahlwerk. Das ist eine interessante Aufgabe. Das bedeutet, wir müssten hier den Zug einmal auf das andere Gleis setzen, würde ich sagen. So, mach mal Pause. Setz den mal bitte daran. Und hier bitte den auf die 2. Das ist ja gleich richtig. Hat er richtig erkannt. So. Dann möchte ich von hier aus mit dem Zug darüber fahren. Dann muss ich von hier aus mit dem Zug da oben hin. Was gibt's denn jetzt hier wieder zu blinken? Ölplastikfabrik. Ja, warum findest du das jetzt nicht? Zeig mal her, wo ist dein Problem? Noch fährst du ja richtig. So, jetzt wird aufgeladen. Hm, aber warum? Macht er alles. Außer, dass der halt trotzdem ganz schön viel Minus hier erwirtschaftet. Weiß nicht, was, warum? Wo ist denn dein scheiß Problem? Dreh dich einmal um. Dreh dich nochmal um. Was hast du denn schon wieder hier? Linie verwalten. Es konnten nicht alle Haltestellen mit einem. Ja, du, der Zug fährt hier. Du dusseliges Programm. Jetzt fährt er aber nicht. Was ist denn jetzt? Oh, ich hasse das. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht?
So, du fährst da hinten den Bahnhof an. Wo willst du jetzt hin? Nach Galati. Das ist hier. So, du fährst jetzt hier. Bis dahin. Und kannst aber gerade nicht aufladen, weil die Fabrik hier gerade... Verstehe ich jetzt wieder nicht. Ah, ich hasse diesen Scheiß, ey. Das ist, also, ich weiß nicht, der fährt doch die Strecke. Wo ist denn jetzt schon wieder das? Hier weg, so, dann richten wir die Linie halt nochmal neu ein. So, bitte, ich hätte gern eine neue Linie, bitte fahr da hin, dann fahr dorthin. Ach komisch, jetzt geht's ohne Warnung, ey. Und liefere doch Öl zur Plastikfabrik. Dankeschön. So, jetzt kauf hier einen Zug. Bitte das Ding. Und so, einmal das Ganze. Bitte fahr du doch jetzt das Öl zur Plastikfabrik. So, wie sieht's hier aus? Hier liegt richtig viel Zeug rum. Jetzt denke ich, können wir langsam hier mal einen zweiten Zug einbauen. Fahrzeug verwalten, bitte den einmal klonen. So, und der hat ja jetzt hier... Warte mal. Auch 324, der ist wirklich voll. Naja, klar ist der voll. Hier liegt hier überall Rohöl rum. So, jetzt holen wir hier ein bisschen mehr Öl noch ran. Aber der verbraucht doch ganz schön viel. Ja, so viel Geld bleibt da nicht übrig. Boah, vor allem hier haben wir schon richtig viel Kohle verbraucht. So, wie sieht das jetzt aus hier? So, der liefert jetzt das Öl ab, hat 8,9 Millionen eingenommen dabei. Kannst du mal noch mal einen Moment warten? So, jetzt ist der ganz hinten. So, dann fährst du jetzt auch weiter. Dass ihr ungefähr möglichst genau an gegenüberliegenden Positionen auf der Strecke seid, ne? Nicht, dass dann einer leer fährt, nur weil er einen scheiß Rhythmus hat. So, der ist jetzt voll. Dann fährt er da raus. Und der andere ist noch nicht so weit, dass er da rein muss. Genau, hier begegnen sie sich jetzt. So, jetzt wird der einmal durch. Und lädt auch auf. Jawohl, genau so habe ich mir das gedacht. So, jetzt können wir hier endlich weiterbauen. So, wir wollten ja hierhin Plastik liefern. Dann brauche ich hier einen Bahnhof. Aber wie mache ich das am besten? Eigentlich so rum und dann so rum. Das heißt, wir brauchen hier einen Bahnhof, einen Kopfbahnhof. 240 Meter mit Hochgeschwindigkeitsgleis. Wir haben Kollision, so passt daran. Dann brauchen wir Gleise. Zack, hier einmal rum. Und dann hier möglichst parallel wieder rauszukommen. Zeig ich mal her. Oh, das sieht gut aus. Zack. Und dann da ran. So, dann bauen wir hier auch wieder so eine Weiche ein. Zack. So, und dann hoffe ich mal, wenn wir jetzt hier quasi die Rohölanlieferung verdoppelt haben, dass dann hier jetzt auch deutlich mehr liegt.
Sieht auf den ersten Blick jedenfalls so aus. Öl zur Plastikfabrik 32. So, wenn der jetzt weniger leer fährt, dann macht der hoffentlich auch Gewinn. Obwohl das immer noch ziemlich knapp ist hier. Naja, egal, beobachten. So, dann möchte ich gerne eine neue Linie haben, die von hier nach da Plastik in den Export schickt. So, dafür kriegen wir dann Eisenerz und Eisenerz müssen wir da oben hinfahren. So, das heißt, wir brauchen dann hier einen Bahnhof. Machen wir erstmal nur mit einem Gleis. Dann bauen wir da an. Und dann brauchen wir hier Gleise. So, dann folgen wir hier mal. Ja, ein bisschen Tunnel müssen wir halt machen. Geht nicht anders. Hier so, am Fluss entlang. Und dann da hoch zur Stahlfabrik. Dann versuchen wir jetzt nicht zu sehr ins Gebirge zu kommen. Zack. So, dann hätten wir das auch verbunden. So, dann hoffe ich mal, mal gucken, ob das funktioniert, ob ich das immer noch alles mit einem Depot machen kann. So. So. Ups, aua, Kabel verloren hier beinahe. Neue Linie. Du sollst von dort nach dort fahren. Und lieferst bitte Erz zur Stahlfabrik. So, das heißt, wir brauchen einen neuen Zug. So, womit können wir Plastik transportieren? Damit können wir Plastik transportieren. Und dann nehmen wir da auch wieder hier die 120er Lok dabei. Einmal kaufen und du fährst bitte Plastik in den Export. Und dann brauchen wir einen, der Stahl kann. Das wäre dieser hier. Mach mal bitte weg hier. Stahl. Und dann, nee, die konnte bloß 80, die fährt 110. Ist natürlich auch ein schickes Teil, aber wir nehmen trotzdem hier die 120er. Oder 125, aber mit dem Anhänger schafft sie dann 120. Und du sollst bitte Erz zur den Weg findet er dann nicht mehr. Schade, schade, schade. Na gut, dann verkaufen wir dich wieder. Es sei denn natürlich, kann ich hier noch was bauen? Nein, wir bauen ein zweites Depot. Ist dann eben so. Zack, hier einmal vorbei und dann daran. So, dann kaufen wir den nochmal. Halt! Nee, nein! Oh, fuck, du sollst Erz liefern, das hier. Hinzufügen. Und dann einmal kaufen und du lieferst jetzt bitte das Erz zur Stahlfabrik. So, dann schauen wir uns das hier unten mal an. Der Zug ist das erste Mal da. Und da liegt auch schon das erste Erz rum. Cool. Sehr gut. So, wir transportieren hier noch zu wenig von weg. Der bringt ja bloß, der holt hier ab, ne? Aber ich denke mal, für den Moment reicht das noch. Wie voll ist der jetzt hier? 30 bloß. Also ist noch Luft. Gut. So, und dann sollten wir noch Leute herbringen. Leute, was sind das nur für Jorken?
Dazu brauchen wir erstmal hier so ein paar. Nee, ich würde das mal anders machen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir bauen hier am Bahnhof mal so einen zentralen Omnibus-Parkplatz, hätte ich gesagt hier. So. Und zwar auf diese Seite und zwar gleich die lange. Und dann machen wir hier gleich so und elektrifiziert. So. Und in der Stadt machen wir dann bloß solche hier. Zum Beispiel einmal den Ostbezirk. Einmal den Nordbezirk. Und ich nutze mal die Gelegenheit und speichere jetzt hier schnell. Nicht, dass wir wieder einen Absturz bekommen. So, dann einmal hier noch den Westbezirk. Und dann nochmal hier in der Zentrale. So. Und dann müssen wir jetzt die Straßen verbessern. Und zwar erstmal mit Gleise. So. So, dann müssen wir einmal zum Zentralbezirk. Nehmen wir mal diese Straße hier rüber. So. Dann müssen wir hier nochmal rüber. So. Und Nordbezirk ist dann dieser hier. So. Jetzt haben wir da erstmal überall Gleise hingebaut. Machen wir ein bisschen langsamer. Und jetzt machen wir alles noch mit Busspur, damit unsere Fahrzeuge hier Vorfahrt haben. So, das war der hier, ne? Oder der hier? Ich sehe es nicht. Nee. Wo habe ich denn jetzt hier die... Hä? Ich habe doch hier Gleise gebaut. Ach, hier. Oh, Alter. Zack, zack, zack. So, dann einmal zack, 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 zack. Und dann von hier aus nochmal hier rüber. So, jetzt müssten wir alles auch mit Busspur ausgerüstet haben. So, und jetzt brauchen wir eine neue Linie. Und zwar von dort nach dort. Wieder zurück nach dort. Wieder zurück nach dort. Wieder zurück nach da. Und dann fängst du da vorne wieder an. Und das ist dann der ÖPNV. Wo sind wir hier? In Bukarest, ne? Bukarest. So, dann braucht man noch ein kleines Depot für Straßenbahnen. Ja, hier, zack, so mit rangebaut. Und dann kaufen wir einfach mal 15. Und setzen euch alle hier in den ÖPNV ein. So, jetzt fahren die also hier immer die Leute hin und her und bringen den hier zum zentralen Omnibus-Parkplatz. Und dann bauen wir hier jetzt eine Ortsumgehung hin und sagen, nee, so einen brauchen wir. Den bauen wir dann hier ran. Zack, zack. Und dann nehmen wir hier natürlich eine schöne Autobahn mit 100 km/h. Warum habe ich nie eine Kollision? Zack, so. Zack, so. Und jetzt das hier noch anbauen. So. Nicht schön, aber selten. So, könnten wir denn jetzt hier noch ein bisschen
die Straße hier vielleicht entsprechend verbessern? Können wir? Und diese hier können wir leider nicht mehr machen, weil ich sie zu dicht angebaut habe. Naja, egal. So, dann bitte fahr von dort die Leute zur Stahlfabrik. Arbeiter, Stahlfabrik. So, zack. So, die können wir hier kaufen, die Fahrzeuge dafür. Dann nehmen wir da, ach, schön, Schlenki. Und zwar nehmen wir mal vier Stück. Kaufen. Hier bringt bitte Arbeiter zur Stahlfabrik. Jawohl. So, und schon müsste das irgendwie sich was bringen. So, wie sieht das jetzt hier aus? Der war gerade da. Zeig mal her hier. Immerhin bis zu 54 Erz hat er schon gefahren. So, wie sieht das hier unten aus? Hier liegt schon jede Menge Erz rum. So, wie sieht das hier aus mit dem Plastik? Eigentlich okay. 36, 37. Oh, wir sind jetzt kurz davor, hier die Fabrik auszubauen. Wie produziert sie mehr? Sehr gut. So, wie sieht das hier aus mit dem Öl? Eigentlich auch nicht schlecht. So, hol weg den Kram. Wie viel hat der jetzt? 68? Ein bisschen passt noch rein. Macht auch immer noch kein Plus, der Zug. Ist einfach zu wenig. Aber hier sind wir jetzt mit zwei Zügen unterwegs. Die transportieren hier mittlerweile schon wieder ganz schön, ich glaube, mehr weg, als da liegt, oder? Ja. Jo, den hast du komplett leer getankt. Können wir einen Zug erst? Naja, aber dann geht das wieder runter. Ach scheiße, komm, lass den Mist. So, wie sieht das jetzt hier aus? Kommen jetzt hier die ersten Arbeiter an. Ja, der hat gerade... Ja! Da kommen sie, die fleißigen Kerls und Damen. Christiane. Christiane geht jetzt arbeiten. Da ist sie. So, jetzt ist er im Stahlwerk. Jawohl. Und schön mit die großen, schweren Dinger da am Rummer. Was bauen die denn da hier? Sieht aus wie Hammerköppe. Sehe ich die von hier auch? Ja. Ach nee, sind Container. Von hier aus sieht es ein bisschen aus wie so ein Hammerkopf. So, Christiane. Christiane arbeitet hier schon eine ganze Weile. Noch ein Tag. 1.7. 3.7. Seitdem ich gucke, jetzt schon eine Woche. Die arbeitet hier schon eine ganze Woche. Ein fleißiges Mädel. So, jetzt hat sie genug gearbeitet. Jetzt geht sie erstmal wieder zur Haltestelle. So, da kommt auch schon ein Bus. Ach, ein schöner Schlenki. Ach, schön. Und jetzt geht's ab nach Hause. Ich glaube, sie sitzt doch ganz alleine drinnen. Ja. Ey, von hier aus sind die Türen offen. Von hier aus nicht. Das ist jetzt vielleicht nicht so clever gemacht hier. Wir bräuchten da vielleicht noch einen zweiten Eingang oder so. So, da geht sie. Wo will sie denn jetzt hin? Achso, jetzt stellt sie sich hier drüben hin, um mit der Straßenbahn weiterzufahren. Jawohl. ÖPNV Bukarest, Berliner Straße.
schön. Wow, und ich habe schon wieder eine halbe Stunde. Verdammt, ich muss die Folge beenden. Aber jetzt wollen wir erst mal gucken, wo Christiane wohnt. Hier in so einem Hochhaus vielleicht? So, da geht's. Aha, auch das ist ja Hochhaus direkt an der Station. Na, das ist so super. An der Haltestelle wollte ich sagen. So, eins will ich aber noch ganz kurz machen hier. Halt, wo ist meine Haltestelle hier? Das ist natürlich hier. Kann ich die Buße vielleicht. Eigentlich müsste ich die Buße hier vorne rum. Dass die hier gar nicht durch müssen. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, die Arbeiter bitte auf Terminal 1. Und dann würde ich hier gerne noch einen Zugang bauen. So. Und jetzt schauen wir kurz, ob das funktioniert. Die Busse jetzt diesen Weg hier nehmen. Sollten sie eigentlich? Nein. Aber vielleicht bloß der. Wollen wir gucken. Fährt der da lang? Nee. Der stellt sich auch da an. Wenn ich denn hier noch so ein Ding anbaue. Nein, jetzt habe ich hier einen Straßenzugang rangebaut, ich Idiot. Nee, warte mal, das ist doch richtig. Passagiere? So ein Ding wollte ich hier haben. So ungefähr. So, komm, wir machen das mal so. Und sagen, jetzt kommst du mal nochmal auf die 1. Wirklich hier ganz nach links. So, jetzt macht es für die Busse doch gar keinen Sinn mehr, hier lang zu fahren. Warum nehmt ihr nicht den Eingang da vorne? Okay, den Ausgang nimmt er jetzt schon mal. Immerhin. So, nimm doch da den Eingang. Immer noch den da hinten. Kann ich das irgendwie noch mal ändern? Nee, das soll. Nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich ein Gewerbegebäude angeklickt. Guck mal hier. Linie verwalten. Warte mal. Kann ich denn bei Straßen hier auch so ein Dings bauen? Kann ich, ja. Aber ich kann den nicht hier in die Einfahrt setzen. Moment. Mach mal Pause. Ich will mal nochmal schnell was probieren. Aber das speichern wir vorher noch. Oh, und die Zeit rennt mir davon. 33 Minuten. Aber das will ich trotzdem noch schnell in dieser Folge hier probieren. Wenn ich jetzt hier mal auf Konfigurieren gehe. Und ich sag mal, wir nehmen hier den Straßenanschluss nochmal weg. Und wir bauen dann hier einen Eingang. Zack. Und hier einen Ausgang. So, und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert, ob den jetzt die Busse nutzen. Der auf jeden Fall noch nicht. Den Ausgang? Ja. Der nimmt immer noch hier den Eingang. Scheißen Dreck. Linie verwalten. Nee, der macht ihn da wieder ran. Also das bringt gar nichts. Ja gut, dann ist es eben so. Kann ich es auch nicht ändern. So. Oh, Arbeitskräfte transportieren. Warte mal, das wollen wir aber wirklich erst in der nächsten Folge dann sehen, wie das hier klappt. Für heute verabschiede ich mich von euch, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.